So, also ihr könnt euch wie gesagt entspannt hinlegen oder hinsetzen und die Augen zumachen und einfach euch vorstellen, dass um euch rum ein Schutzkreis ist oder eine goldene Schutzkugel, durch die nichts durchdringen kann. Und dann könnt ihr einfach ein paar Mal ganz bewusst ein- und ausatmen, damit ihr alles, was euch heute am Tag geärgert hat und belastet hat, dass ihr das einfach loslasst. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das wie durch eure Füße, wie durch Wurzeln in den Boden geht und der Boden transformiert es. Die Mutter Erde transformiert es für euch. All die Wut, weil wenn man die im Körper lässt, ist es auch nicht gut. Wut, Ärger, Traurigkeit, was auch immer euch belastet hat. Lasst es einfach abfließen und atmet ein paar Mal ganz bewusst tief ein und aus. Und dann stellt ihr euch vor, dass ihr an eurem Lieblingsplatz auf der ganzen Welt seid. Und vielleicht zwitschern die Vögel, vielleicht scheint die Sonne. Vielleicht spürt ihr den Wind auf eurer Haut und ihr liebt es einfach, an diesem Ort zu sein. Und von dort aus führt plötzlich ein Trampelpfad mitten in den Wald und ihr geht durch diesen Trampelpfad. Es kann sein, dass ihr da die Blätter rascheln hört unter eurer Füße und vielleicht raschelt auch was im Gebüsch. Oder im Wald, vielleicht fliegen Vögel über euch. Oder vielleicht hört ihr auch den Wind. Und ihr geht weiter durch den Wald, bis ihr an eine riesen Lichtung kommt. Und auf der Lichtung ist ein Garten. Und dieser Garten ist euer persönlicher Garten. Und da außenrum ist ein Gartenzaun. Und ihr geht jetzt durch dieses Gartentürchen in den Garten rein. Und schaut euch im Garten um. Vielleicht ist da eine Liege, vielleicht ist eine kleine Hütte, vielleicht ist ein Schaukelstuhl oder eine Hängematte. Ihr könnt schauen, was da für Pflanzen sind. Vielleicht sind noch irgendwelche Tiere und Insekten da. Und das hat alles eine Bedeutung. Und ihr könnt euch jetzt auf eine Bank setzen oder auf einen Schaukelstuhl und in Gedanken einfach euer persönliches Krafttier, das euch heute begleitet, rufen. Kann sein, dass immer das Gleiche kommt. Manchmal kommt auch ein anderes. Und ihr könnt fragen auch, wie es heißt. Den Namen dürft ihr aber wirklich niemals jemand anderen sagen, weil dann hat es Kraft über euer Krafttier, weil das ist wie so ein alter Ego von euch. Und ihr könnt auch immer fragen, was es von euch braucht, wobei es euch hilft. Und dann könnt ihr das Krafttier bitten, dass es euch zu den Feenbäumen Lunaea und Feywind bringt? Und zwar steigt ihr dafür auf den Rücken von dem Krafttier auf. Wenn es klein ist, dann könnt ihr es vergrößern. Und wenn es ein Vogel ist, dann geht ihr einfach auf den Rücken vom Vogel. Und lasst euch zu den Feenbäumen Lunaea und Feywind bringen. Und durch die Einstein-Rosen-Brücke funktioniert es innerhalb von Sekunden, dass ihr da seid. Und dort ist es schon dunkel und die zwei Bäume sind Birkenbäume und die scheinen wirklich Silber im Mondlicht. Das sind Zwillingsbäume. Und wenn ihr auf die silbernen Bäume zulauft und von eurem Krafttier absteigt, dann seht ihr plötzlich, dass zwischen diesen zwei silbernen Bäumen
eine Steintreppe nach unten führt, wie so eine Wendeltreppe. Und ihr spürt, ihr geht da runter und ihr spürt die feuchtkalte Luft, die ihr da euch entgegenkommt, ist vielleicht auch wegen modrig, weil es vielleicht überall auch wegen Moos. Und dann, wenn ihr unten angekommen seid, seht ihr, dass ihr in einer riesigen Höhle seid. Und ihr gewöhnt euch langsam an die Dunkelheit. Kann auch sein, dass in dem Raum wegen Fackeln sind. Und dann plötzlich seht ihr in der Ecke den roten Rosendrachen. Und ihr müsst überhaupt keine Angst vor dem haben, weil der ist einfach nur lieb und freundlich. Und sein Name ist Wapres. Der hat Hörner. Der hat auch Schuppen. Und wie gesagt, die sind aus Rosenblättern. Auch seine Zähne sind aus Rosendornen und sein Rückgrat. Und ihr könnt einfach hingehen und euch kurz vorstellen, sagen, wer ihr seid. Und das ist das sanfteste und zugleich stärkste Wesen, das ihr je gesehen habt. Und ich lasse euch jetzt einfach kurz mit ihm alleine und ihr könnt ihn fragen, ob er euch auf einen Rundflug mitnimmt. Ihr könnt ihn was fragen zum Regen machen. Oder vielleicht zeigt er euch auch was ganz anderes. Und ich gebe euch jetzt einfach ein bisschen Zeit mit dem allein, bevor ich euch wieder zurückrufe. Und dann könnt ihr langsam für heute wieder zurückkommen und ihr könnt jederzeit auch ihn wieder besuchen, den Wapres. Und ihr könnt euch verabschieden und bedanken für die Informationen und die Zeit. Und dann geht ihr langsam die Steintreppen wieder hoch und wenn ihr zwischen den zwei Birkenbäumen rauskommt, dann scheint über euch der Mond und das Krafttier von euch wartet schon auf euch.
Und dann steigt er wieder aufs Krafttier. Und durch die Einstein-Rosen-Brücke seid ihr innerhalb von Sekunden wieder in eurem inneren Garten. Und dann könnt ihr von eurem Krafttier absteigen und es bedanken, dass es als Schutz mitgekommen ist und euch begleitet und auch, dass es im täglichen Leben euch immer begleitet und hilft und euch Kraft gibt. Dann könnt ihr euch nochmal im Garten umschauen, ob es irgendwas braucht, muss irgendwas gegossen werden, ist irgendwas dürr oder blüht alles schön. Und dann könnt ihr die Gartentür wieder hinter euch zumachen und durch den Trampelpfad zurückgehen zu eurem Lieblingsplatz und in eurem Tempo einfach wieder zurückkommen und aufschreiben, wenn es irgendwas Wichtiges gab, was ihr euch merken sollt oder was wichtig für euch eben ist.